Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen und möchte in dieser kleinen Videoserie noch einmal das Thema Break-Even aufgreifen, und zwar unter prüfungstechnischen Gesichtspunkten. Das heißt, die Frage beantworten, wie reagiere ich auf eine bestimmte Prüfungsfrage? Und der erste Aspekt, den wir uns in diesem Video anschauen, ist die Frage nach der Break-Even. Menge. Nach der Break-Even-Menge, das ist die klassische Frage, wobei die Frage oft nicht so formuliert ist, sondern die Frage ist formuliert zum Beispiel: Berechnen Sie die Menge, bei der oder ab der präzise das Unternehmen in die Gewinnzone kommt. Bei welcher Absatzmenge gilt also, und das ist der Ausgangspunkt, U gleich K, Umsatz gleich Kosten. Und wir leiten jetzt nochmal die Break-Even-Formel her. U ist Preis mal Menge, P mal X. Und die Kosten sind K Gesamt, sind K Fix, die Fixkosten, plus KV mal X. Auf diese Kostenfunktion werden wir in einem anderen Video noch ausführlicher einzugehen haben. So, jetzt bringt man die X-Werte auf eine Seite, sodass hier steht: P mal x minus KV mal x. Ich habe also auf beiden Seiten minus KV mal x abgezogen. Dann fällt es hier weg und hier taucht es als minus KV mal x wieder auf. Gleich K fix, das bleibt unverändert. Dann klammer ich das x aus. X mal P minus KV, ziehe das x vor die Klammer, weil es zweimal multiplikativ verknüpft ist. Die rechte Seite bleibt unverändert, k fix. Und dann brauche ich nur noch durch p minus kv zu dividieren. P minus kv durch p minus kv wird hier 1, also dividiert durch p minus kv. Und auf der rechten Seite steht dann x gleich k fix durch p minus KV, und das ist die Break-Even-Form, wir können es auch nennen X-Break. Ja, das ist die gesuchte Break-Even-Menge. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur, weil diese Formel auch in vielen Formelsammlungen angegeben ist, die Fixkosten, die Zahl der Fixkosten hier oben einzusetzen, den Preis hier unten einzusetzen und die variablen Kosten hier einzusetzen, zu dividieren und erhalten die Menge. Gesucht ist die Menge. Ja, Break-Even-Menge ist hier die Frage. Erhalten die Menge ab der Unternehmer in die Gewinnzone kommt, wenn er jetzt noch ein weiteres Stück verkauft. Das hier oben im Zähler sind die Fixkosten und hier unten, das hat einen ganz bestimmten Namen, dieses P minus KV ist der Stückdeckungsbeitrag. Der Stückdeckungsbeitrag, das ist eine ganz wichtige Steuerungsgröße in der Betriebswirtschaftslehre. Okay, im nächsten Video schauen wir uns an den Break-Even Umsatz. Vielleicht noch hier als Ergänzung: Break-Even-Menge bedeutet also, gesucht ist das X, genau das X, das wir hier ermittelt haben. Bis gleich, alles Gute, mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie mal rein unter spaßlerndenk.de oder unter spaßlerndenk-shop.de. Dankeschön, tschö. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.